An diese Veranstaltung keine besonders guten Erinnerungen an das letzte Jahr, denn da ist ihm ein Unipalgelenk abgerissen und hat ihn wirklich eine gute Platzierung gekostet. Ja, aber heute sieht das schon wesentlich besser aus. Für den Stefan Brenner die Zwischenzeit lässt das richtig Vogelruhe verheißen. Das könnte unter Umständen sogar eine 2:06, 2:07 werden. Und damit würde er sich wieder ganz auf Vorne hier in der Startgruppe katapultieren, nach vorne in der H1300. Also Stefan, jetzt nicht die Nerven verlieren. Zeit, was in der guten Stift drinsteckt. Rundenlauf, die Kasse aufsteigen, cool. Ja, und da ist die Zeit. 2:07:00. Also ein Trainer.